Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video hier bei mir in meinem Kanal. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, handelt es sich um den Knüller des Monats. Ich habe mir nämlich eine Aktion überlegt, die ich bislang in meinem kleinen Shop, den ich habe, noch nicht angeboten habe, weil er halt eben, wie gesagt, recht klein ist. Und ich bislang diese Idee dazu noch nicht so hatte und es ist jetzt so ein bisschen gereift in der letzten Zeit. Und jetzt ist es soweit, dass ich ab jetzt jeden Monat sozusagen den Knüller des Monats mit im Gepäck habe. Und einige wissen von euch ja, dass ich die Wolle, die ich in meinen Anleitungen verwende, dafür dann halt eben so einen kleinen Online-Shop auf meiner Website habe, wo man dann die Originalwolle beziehen kann. Und um eine Wollsorte geht es jetzt. Und zwar geht es im Knüller des Monats immer um eine ganz bestimmte, um ein ganz bestimmtes Garn, um eine ganz bestimmte Wollsorte. Und dieses Mal ist es das Garn Ariana. Und ich habe hier mal ein paar Farbbeispiele mitgebracht. Das ist hier die 1450, die Farbnummer. Das ist die Farbnummer 55, also die 1455. Dann habe ich hier, das ist sehr beliebt bei euch, wie ich schon mitbekommen habe, die 1454. Da habe ich die Stulpen Mina ja von gestrickt. Die Anleitung gibt es ja auch in meinem Kanal. Das ist die 58. Zum Beispiel. Und was auch super beliebt ist, ist die 51. Die mögt ihr auch sehr gerne, wie ich schon mitbekommen habe. Damit habe ich ja meine Spiralsocken gehäkelt und auch dieses Video gibt es hier in meinem YouTube-Kanal. Es gibt noch sehr viel mehr Farben. Also das sind jetzt erstmal nur so ein paar Beispiele. Der Knüller des Monats, da geht es nämlich darum, dass ich dieses ganz besondere oder ganz bestimmte Garn, was ich dann dafür rausgesucht habe, dann eben zum Rabatt gibt. Und dieses Garn ist jetzt bis zum Ende des Monats, bis zum letzten Tag im Februar einschließlich mit einem Rabatt gekennzeichnet, ist auch gekennzeichnet mit der Knüller des Monats und da könnt ihr richtig viel Geld sparen. Und ich habe ja einige Projekte mit diesem Garn bereits gemacht und euch auch hier auf YouTube vorgestellt. Ich zeige euch mal die Projekte. Das sind recht kleine. Das ist kein großes Ding wie Pullover oder irgendwie sowas. Und das kann man auch locker mal nebenbei machen, abends beim Fernsehen zum Beispiel. Also zum einen habe ich die Spiralsocken gehäkelt. Das ist mit der 1451, meine ich, die Farbnummer. Ich gucke nochmal schnell nach, welche Farbnummer das ist. Ja, das ist die 51 gewesen. Also damit habe ich diese Spiralsocken, die ohne Ferse gehäkelt werden, gemacht. Und die Anleitung, die findet ihr auch in meinem Kanal. Müsstet ihr mal reinschauen. Ich meine, die ist auch in der Playlist drin mit Bobbelhäkeln, weil das ja eben Ariana auch ein Bobbelgarn ist. Also wie gesagt, hier einmal die Spiralsocken. Dann habe ich damit die Stulpen Mina gestrickt, wie eben schon erwähnt. Und die sind ja sehr beliebt bei euch. Also habe ich schon sehr viele Ergebnisse auch von gesehen und sehr viele Komplimente für bekommen. Das habe ich mit der Farbnummer, 54. Mit der 54 habe ich das gestrickt. Und auch diese Anleitung könnt ihr in meinem YouTube-Kanal einsehen und das dann nachstricken. Und dann habe ich die Grundanleitung für die Fausthandschuhe, die man in jeder Größe stricken kann und auch für Strickanfänger. Die habe ich mit der 58 gestrickt. Moment. Mit dieser Wolle hier, also mit der Farbnummer 58. Sind diese die Grundanleitung für Fäustlinge stricken draus geworden. Und wie gesagt, das sind so kleinere Projekte, die kriegt man eigentlich auch vergleichsweise zügig dann recht gut hin. Und für die Handschuhe und für die Stulpen habe ich jeweils noch ein Crazy Trio Nadelspiel, also diese Dreiernadeln verwendet in der Nadelstärke 3,0. Kann man auch in meinem Shop bekommen. Aber wie gesagt, das Garn ist jetzt der Knüller des Monats sozusagen. Und es ist super kuschelig weich und fühlt sich wunderbar auf der Haut an, lässt sich sehr toll verarbeiten. Und es kratzt auch nicht. Also es ist super weich. Und manche haben ja auch so empfindliche Hände. Und ich kann zum Beispiel an den Händen ganz schlecht so reine Schurwolle ertragen, weil das mir dann wirklich zu arg doll kratzt. Aber mit dieser Wolle ist das echt super und sehr angenehm und sehr weich und wärmt auch. Und also das ist hier
meine Beispiele, die ich mit dem Garn gestrickt und auch hier gehäkelt habe. Und ja, ich hinterlasse euch mal den Link zu der Shop-Kategorie, wo es dieses Garn gerade jetzt im Februar mit Rabatt gibt, direkt in der Infobox unter dem Video. Und dadurch gelangt ihr dann direkt auf die Artikelseite, wo es das Garn gibt und auch die ganzen anderen Farben, die ich jetzt gar nicht hier dabei habe. Und könnt euch das mal alles ganz genau anschauen, wenn ihr möchtet. Und hoffe, dass ich euch damit eine kleine Freude machen kann. Und ja, und jetzt geht's weiter mit Häkeln und Stricken auch bei mir. Und die nächste Anleitung, die braucht gar nicht mehr so lange. Also seid gespannt und seid dann wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!